Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Hohes Haus. Ich bin sehr froh über diese europapolitische Stunde, weil ich glaube, dass die gesamte Migrations- und die gesamte Asylfrage in Wahrheit eine Schicksalsfrage der Europäischen Union und darüber hinaus auch von ganz Europa ist. Und die richtige Antwort auf diese Frage, das ist der Schlüssel dazu, dass wir in Zukunft ein Leben in Sicherheit führen können, in Freiheit, Demokratie unter Aufrechterhaltung der Grundwerte, die auch Ihnen so wichtig sind wie wir, und dass es ein Leben in Wohlstand gibt für unsere Kinder und für die kommenden Generationen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Dieser Schlüssel sperrt viele Schlösser. Und weil es heute angesprochen wurde, fange ich gleich am Beginn an. Grenzen wurde angesprochen. Ich werde als Innenminister in ein paar Wochen wieder einmal, sage ich dazu, einen Brief an die Europäische Kommission abschicken. Und ich werde in diesem Brief an die Europäische Kommission ankündigen, dass Österreich weiterhin die Notwendigkeit sieht, seine eigenen Grenzen nach eigenem Ermessen zu kontrollieren. Und ich schreibe das deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, weil wir in diesen Grenzkontrollen einen unverzichtbaren Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit der österreichischen Bevölkerung sehen. Weil wir einen Beitrag sehen zum Schutz gegen die Bedrohung der illegalen Migration, zum Schutz gegen das Schlepperunwesen und die organisierte Kriminalität, die damit in Zusammenhang hängt. Und es können nur Träumer glauben, dass wir in all diesen Fragen über den Berg sind. Und natürlich geht es auch um den Schutz der österreichischen Bevölkerung gegen die Infiltration von terroristischen und extremistischen Elementen, IS-Rückkehrer, diejenigen, die glauben, ihren sogenannten heiligen Krieg auf europäischem Boden oder gar nach Österreich tragen zu können. Ich habe natürlich schon mitbekommen und gehört, dass das nicht alle freut. Also hier im Haus, das waren schon die ersten Anmerkungen hier in Form von Zwischenrufen, aber natürlich auch in Brüssel nicht. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, dass mich das relativ wenig beeindruckt. Das, was mich wirklich beeindruckt, das ist das Schutzbedürfnis der österreichischen Bevölkerung. Und dem komme ich nach und das erfülle ich. Und ich darf Ihnen sagen, dass Österreich dabei in guter Gesellschaft ist. Da werden viele andere Länder mitziehen. Ich darf Ihnen sagen, dass ich das auch deshalb so handhabe, weil mir niemand meine verfassungsmäßig aufgetragene Verantwortung für die innere Sicherheit in diesem Land abnehmen kann, auch nicht die Kommission der Europäischen Union. Und ich werde auch deshalb so vorgehen, meine sehr geehrten Damen und Herren, weil wir in dieser Frage kein Bittsteller sind, sondern weil wir uns auf unser gutes Recht berufen. Und dieses gute Recht ist festgelegt im Artikel 3 des EU-Vertrags. Ganz eindeutig heißt es dort, dass der Wegfall der Grenzkontrollen im Inneren an Voraussetzungen gebunden ist. Und diese Voraussetzungen sind unter anderem ein funktionierender Außengrenzschutz und geordnete Maßnahmen im Asylbereich. Das ist interessant, denn dieses Papier hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Aber es zeigt, dass es hier schon eine Kombination zwischen diesen beiden Faktoren gibt. Außengrenzschutz und geordnete Maßnahmen im Asylwesen. Dass wir von einem Zustand der Ordnung in dem Bereich meilenweit oder Lichtjahre entfernt sind, ich glaube, das wird jeder zugestehen, der mit offenen Augen durch diese Welt geht. Aber ich bin ein Optimist, meine sehr geehrten Damen und Herren, weil uns vieles gelungen ist mit dem Antritt dieser neuen Bundesregierung und mit der freiheitlichen Übernahme des Innenressorts. Da wird jetzt Dampf gemacht in diesem ganz, ganz wichtigen Bereich der Asyl- und Migrationsfragen, und zwar sowohl auf europäischer Ebene als auch im Inneren der Republik Österreich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir sind hier Vorreiter, wir sind hier Impulsgeber, wir sind hier Motor einer ganz, ganz neuen Entwicklung in eine Richtung, die sich die Bevölkerung längst erwartet. Das ist das, was ich immer als Paradigmenwechsel in der Asylpolitik bezeichne. Nach innen hin nichts anderes als eine restriktive Asylpolitik, wo wir die Anreize kappen, die Verfahren beschleunigen und Schluss machen mit einer Einstellung, die man zusammenfassen könnte, insbesondere von links propagiert, Asyl à la carte. Das wird es mit uns nicht geben. Und nach außen hin und auf der Ebene der Europäischen Union ein Ende, ein Wegkommen von einer Debatte rund um den Begriff der Solidarität, wo Solidarität im Wesentlichen nur gleichgesetzt wurde mit der Frage der zwangsweisen Verteilung von Asylwerbern quer über den Kontinent. Und dafür wurde es
dafür wurde es in Kauf genommen, dass es zu Entwicklungen kommt, die ich als unerfreulich im Zusammenspiel der europäischen Völkerfamilie bezeichnen möchte. Das ist der Holzweg, auf dem die Europäische Union unterwegs ist, und deshalb ist es notwendig, diesen Paradigmenwechsel hier herbeizuführen. Solidarität braucht es nicht dort, wo es um die zwangsweise Verteilung geht von Menschen, die im Übrigen gar nicht zwangsweise verteilt werden wollen, weil sie ihre Wunschdestinationen ohnehin haben und wir damit jedes Mal in das Problem der Sekundärmigration mit allen negativen Konsequenzen kommen, sondern Solidarität braucht es dort, wo es um den Außengrenzschutz geht. Das ist der Dreh- und Angelpunkt einer entsprechend verantwortungsbewussten Asylpolitik, und ich glaube, dass das die Bevölkerung genauso sieht. Schutz der Außengrenzen, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist ein Gesamtpaket. Das bedeutet ein wirksames Kontrollsystem, um sehr rasch herauszufinden, wer wirklich unseren Schutz verdient. Es bedeutet aber auch ein restriktives Abhaltesystem und ein konsequentes Rückführungssystem für diejenigen, die keinen Anspruch auf Schutz haben. Und ich sage Ihnen, das ist die einzige Möglichkeit, mit der es uns gelingen wird, das inhumanste aller Asylsysteme zu beenden. Und das inhumanste aller Asylsysteme ist das, was wir jetzt haben. Wir nennen es das Tausendersystem. Deshalb, weil tausende Menschen sich auf den Weg machen aus Destinationen tausende Kilometer von uns entfernt, dafür tausende Dollars oder Euros zahlen an Schlepperbanden und die organisierte Kriminalität und zu Tausenden ihr Leben in der Sahara oder im Mittelmeer lassen. Das ist die Unmenschlichkeit und nicht das, was wir auf europäischer Ebene vorantreiben wollen. Und die Staats- und Regierungschefs haben uns hier klare Vorgaben gemacht. Starker Außengrenzschutz, Ende der Pull-Faktoren und eine Zerschlagung des Geschäftsmodells der Schlepperei. Und daran halten wir uns. Wir haben auch einen Beitrag dazu geleistet, dass es so weit gekommen ist. Und jetzt freue ich mich darüber, dass es auch ein Umdenken in den Köpfen der Europäischen Kommission gibt. Das, was die Menschen schon lange in ihren Herzen und in ihren Köpfen haben, kommt jetzt auch bei den Eliten der Europäischen Union an. Und es ist gut so. Und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zwischen dem, was jetzt gedacht wird, und dem, was vorher war. Und da gehören die Dinge dazu. Frontex stärken, wurde schon genannt. Eine europäische Asylagentur mit einem verstärkten Auftrag, wo es darum geht, die Kontrolle an den Außengrenzen schon entsprechend zu verbessern. Dazu gehört aber auch die Rückführungsrichtlinie, die jetzt vorliegt, weil dort drinnen notwendige Verschärfungen auch festgeschrieben sind, im Zusammenhang etwa mit Mitwirkungspflichten im gesamten Asylverfahren und in der Frage des etwa Inschubhaftnehmens, wo es in Zukunft leichtere Zugänge dazu geben wird, schlicht und ergreifend deshalb, um Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen. Aber ein Punkt ist dabei ganz, ganz wichtig. Es geht bei all den Maßnahmen darum, dass es keinen Eingriff in die staatlichen Souveränitäts- und Hoheitsrechte gibt. Das ist der entscheidende Punkt. Und deswegen bin ich Walter Rosenkranz auch sehr, sehr dankbar, weil er gesagt hat, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein dort, wo durch internationale Verpflichtungen und neue Verträge, sei es direkt oder durch die Hintertür, wieder ein Angriff auf unsere Souveränität und Entscheidungsfreiheit und damit auf unsere Freiheit vonstatten geht. Wir haben uns jetzt sehr darum bemüht, Asyl und Zuwanderung auseinanderzuhalten, und ich werde keine Entwicklung unterstützen, die dazu beiträgt, die Dinge, die nicht zusammengehören, wieder miteinander zu vermanschen. Und Außengrenzschutz bedeutet auch Ausschiffungsplattformen. An dem Begriff hängt es nicht. Es hängt an der Verantwortung, die diese Staaten, wo man sich einschifft, dann auch dafür haben, dass man die Leute, die man aus dem Meer holt, wiederum zurücknimmt. Das steckt hinter dem Begriff der Ausschiffungsplattform. Und dieser Verantwortung können sich diese Staaten nicht entziehen. Wir müssen es nur richtig anlegen. Keine europäischen Institutionen, sondern Unterstützung für diese Staaten. So wie wir auch am Balkan Unterstützung geleistet haben und jetzt zu einem Punkt gekommen sind, wo die einzelnen Staaten merken, dass es auch für sie eine Entlastung gibt, wenn sie selbst einen effektiven Außengrenzschutz betreiben. Das ist wichtig. Und die zweite Komponente, das sind die sogenannten kontrollierten Einrichtungen an den Außengrenzen der EU. Für diejenigen, die es zu uns schaffen, mit raschen Entscheidungen und mit einer konsequenten Rückführung derer, die keinen Anspruch auf Asyl haben, entweder in ihr Herkunftsland oder in einen entsprechenden Drittstaat. In diese Richtung muss es als nächsten Schritt gehen. Und ich bin ehrlich gesagt einigermaßen enttäuscht, dass der EU-Kommissar, der für diese Fragen zuständig ist, nach 2,5 Monaten die Flinte ins Korn geworfen hat und gesagt hat, wir finden keinen afrikanischen Staat, der uns das macht.
Ich hätte mir anstatt dieses Freispruchs aus der Verantwortung, aus dieses Entlassens aus der Verantwortung erwartet, dass man das gesamte Gewicht der Europäischen Union dort hineinlegt, um diese Dinge entsprechend umzusetzen. Das ist unsere Stoßrichtung. Aber insgesamt, meine sehr geehrten Damen und Herren, und das ist ein wesentlicher Punkt, ist auch das nur ein Zwischenschritt. Und ich werde nicht müde, es zu betonen, damit wir wissen, wohin die Reise gehen muss. Wir werden das Problem der illegalen Migration und des Asylmissbrauchs nur dann lösen, wenn wir insgesamt zu einem System kommen, wo man nur noch als Nachbar der Europäischen Union oder als jemand zwischen dem und der Europäischen Union nicht ein sicheres Land liegt, überhaupt einen Antrag auf dem Boden der Europäischen Union stellen kann. Es muss Schluss gemacht werden mit einem System, wo abertausende Menschen Länder durchqueren, in denen sie nicht verfolgt werden, wo es zwar wirtschaftlich nicht so angenehm ist wie in der Europäischen Union, aber wo der Schutz allemal gegeben ist, um diese Länder dann zu durchqueren und auf dem Boden der Europäischen Union um Asyl anzusuchen. Das ist der Weg in die falsche Richtung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wenn wir den Paradigmenwechsel haben wollen, dann müssen wir konsequent bis zum Ende gehen. Das, was ich sage, ist nicht unmenschlich. Es ist vernünftig und es ist eine Rückführung von Asyl auf das, was es in Wahrheit ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wenn man glaubt, die gigantische Problematik der Migration insgesamt in Kombination mit der Bevölkerungsentwicklung und mit den Krisenherden auf dieser Welt, politischer Art, militärischer Art, dadurch in den Griff zu bekommen, dass man Menschen nach Europa holt und hier verteilt, dann ist man aus meiner Sicht in einer verantwortungsvollen Position an der falschen Stelle. Der Innenminister kündigt einen Brief an die EU-Kommission an, dass Österreich seine Grenzkontrollen weiter fortführen will. Die Kommission drängt ja auf eine rasche Beendigung der temporären Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums.